Hallo und einen wundervollen Tag. Ich bin's wieder, Christina, der Stempelkeks. Heute möchte ich euch das Spiegeln von Motiven zeigen. Ich bin da gerade einiges mit dem Yeti unterwegs. Da habe ich gedacht, ich mache das hier auch und lade den Yeti einfach mal zum Tanz ein. Zum Tanz braucht man einen Partner. Also habe ich beschlossen, ich spiegel einfach mal unseren Yeti. Ich habe mir hier ein Stück Farbacrylon reingelegt, einen Stamparatus, da es ein Polymerstempel ist. Ein Klarsichtstempel habe ich die Matte dazwischen, damit der Abstand stimmt. Jetzt habe ich tatsächlich noch eine Silikonmatte drauf liegen. Ich erzähle euch gleich warum. Und mein Stück Farbkarton. Ich habe meinen Yeti so ausgerichtet, dass er auf dem rechten Bereich meines Papiers kommt. Und färbe den jetzt mit Memento schwarz ein. Und stempel ihn einmal ab. Noch ein bisschen nachdrücken, wo die Konturen sind. Dann gibt es einen wunderschönen Farbabdruck. Da ist er. So, wenn ich stempeln möchte oder spiegeln möchte, nicht stempeln, dann muss ich immer aufpassen, dass meine Materialien, auf denen ich arbeite, auch wirklich immer an derselben Stelle stehen. Erst recht, wenn ich so eine Massenproduktion mache. Hier nutze ich jetzt die Silikonmatte, weil ich zum Spiegeln heißt ja, ich brauche die Rückseite des Stempelabdrucks. Um die Rückseite des Stempelabdrucks zu kriegen, brauche ich hier Farbe drauf. Und zwar nur da, wo die Konturen des Yetis sind. Und zwar auf ein Material, was die Farbe auch wieder abgibt. Unsere Silikonmatte tut das. Papier natürlich nicht, also ist Papier völlig ungeeignet. Das heißt, ich passe jetzt auf, dass meine Silikonmatte schön in der Ecke liegt, dass wenn sie sich verrücken sollte, gleich beim Abnehmen, dass ich sie wieder an dieselbe Position legen kann. Dann habe ich gerade, ihr habt es gesehen, mit Memento mein Yeti wieder eingestempelt, eingefärbt und mache hier auf meine Silikonmatte einen Stempelabdruck. Ich möchte, dass mein Abdruck gleich schön klar wird. Also mache ich dann noch einen zweiten drauf. Ihr seht vielleicht jetzt schon die Konturen des Yetis auf der Silikonmatte. Das mache ich jetzt hier nochmal. Nochmal neu einfärben, auf dieselbe Stelle drauf. Und jetzt ist der Farbabdruck schon noch um einiges satter. Jetzt nehme ich meinen Farbkarton, drehe meinen Yeti um, lege meine Karte drauf, so dass nichts mehr verrutschen kann. Ja, wenn ich jetzt die andere Seite nicht benutzen brauche, brauche ich hier auch gar keinen neuen Farbauftrag machen. Denn durch das Drücken des Silikonmaterials auf genau dieselbe Stelle, auf der jetzt auf der Unterseite, nämlich auf der Silikonmatte die Farbe ist, wird jetzt genau da jetzt das Papier drauf gedrückt. Und tada! Mein Yeti hat einen Tanzpartner. Yeah, tschakka. Und so könnt ihr alle Motive spiegeln. Egal, ob sie dann miteinander tanzen wollen oder einfach gegenüberstehen. Oder, das ist euch ganz allein überlassen. Diese Technik eignet sich wirklich hervorragend. Und die Silikonmappe, ihr seht das jetzt hier, die hat die Farbe sehr gut abgegeben. Da Memento auch wasserlöslich ist, kann ich da jetzt ganz einfach mit einem feuchten Schwamm, der ist jetzt schon wieder sehr trocken bei der Wärme hier, so, kann ich die wieder runter machen. Und damit die Silikonmatte schon wieder sauber. Ich habe übrigens mehrere davon. Diese eine ist in ihrer Lieferhülle fürs Spiegeln mit dem Stamparatus. Steht hier drauf. Könnt ihr so vielleicht lesen. Reserviert. Die kommt mit in die Hülle meines Stamparatus. Und damit habe ich dann immer eine schöne, saubere Silikonmatte. Weil die eignet sich auch hervorragend für Kleben. Dass die Klebe überall und dann vom Untergrund auch wieder abgeht zum Zusammensetzen von Blütenblättern. Aber das ist eine andere Geschichte, da geht es um die Silikonmatte. Hier ging es heute ums Stempeln. Und wenn ihr jetzt, und ums Spiegeln, wenn ihr jetzt zum Beispiel den ausstanzt mit den Stanzformen, die es ja jetzt auch im August geben wird, ich habe sie gerade leider nicht zur Hand, dann könnt ihr natürlich auch die in Massenproduktion machen und dann entsprechend gespiegelt haben. Also, probiert es aus. Spiegel mit dem Stamparatus. Eigentlich kinderleicht, wenn du eine Unterlage hast, die du zwischennehmen kannst, die die Farbe so lange aufnimmt, bis du dann mit deinem Farbkarton soweit bist. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Christina, der Stempelkeks. Tschüss.